Wir sind schwach geworden. Unter uns, Brüder! Er läuft weg! Kommt schon, auf ihn! Gibt doch EP? Oh, habe ich nicht drauf geschaut. Ich bild mir ein, dass es keine EP gegeben hat. Na, jetzt Konzentration. Ein Fremder! Gewinnen, Fremder. Ich habe extra darauf geachtet. Alles klar, alles klar. Oh, super dann. Ja, dann ist perfekt. Eindringling! Ich habe sogar noch ein bisschen Macht. Shit. Hilfe, BD1. Du kannst mich nicht zerbrechen. Dein Leben ist verwirkt. Hör mit der Tanzerei auf. Niemand besteht gegen die Bürger. Er schon wieder, das gibt's nicht. Ich hasse ihn. Ey, ich dreh durch. Das Problem ist, wenn du den einen perfekt parieren willst und du es nicht schaffst, dann kann ich, du kannst ihn nicht mehr blocken. Der dreht voll durch. Du musst dann ausweichen. Ich muss dann ausweichen. Ich versuche dann weiter noch zu blocken, aber das geht nicht. Und dann macht er schon seinen Spezialmove und dann RIP. Bin wieder auf 10%. Warum sind die jetzt? Warum sind die auf einmal da? Spät die spawnen. Ah, mies. Das war ein Fehl. Deine Schläge sind schwach. Blute Ungeziefer. Jedi schwächen. Fuck. Ich pack's nicht, dass ich da nicht weiterkomme. Es sind nur irgendwelche Fußsoldaten. Dass ich das einfach nicht geschissen bekomme. Meine EP sind weg, ja. Das hat wehgetan. Ja, meine Güte. Ist mein Fähigkeitspunkt jetzt auch weg? Ich weiß gar nicht. Aber ich werde es noch machen. Ich werde es noch schaffen. Easy. Easy werde ich das machen. Warum lädt das jetzt so lang? Ich bin bei diesem fucking Checkpoint gestorben. Warum lädt das so lange?
Ja, mit der Fähigkeit, die Fähigkeit Punkte bleiben. Ich sehe jemanden. Er konnte uns nicht besiegen. Jetzt wieder so lange Ladezeit. Das ist das Einzige, was mich stört an dem Spiel. Das ist wirklich, das ist so nervig. Das hätten die wirklich besser machen können. Ich glaube, am PC wäre es nicht so schlimm. Am PC hättest du sicher kürzere Ladezeit. Dass sie teilweise so lange brauchen zum Respawnen. Ein Feind unter uns! Ja, Bruder. Verliert ihn nicht aus den Augen. Kommt, Brüder. Schließt euch mir an. Blutet. Bringt es zu Ende. Dafür bezahlst du, du Mistral. Yes! Ja. Ja, eine SSD ist halt, sehr gut, was solche Sachen angeht. Kann eigentlich eh einfach sein gegen die Gegner, aber manchmal, ich weiß nicht. Ich sehe dich, Fremder! Manchmal ist es einfach schwierig. Viel braucht es nicht mehr. Hilfe, Stimps! Wirf ihn her! Ja, jetzt habe ich ihn. Nice. Ich hasse den Planeten. Habe ich das schon gesagt? Fuck. Ey, die regen auf hier immer mit den... Oh,
Okay. Was war da drin? Neue Mantis-Lackierung. Oh, Rennfahrer. Jawohl! Sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch nicht schlecht. Aber ich bleib beim Schwarzen. Haben nicht mehr viel Leben. Jetzt schießt doch endlich. Warum schießen die nicht? Warum wollen die nicht schießen? Checkpoint wäre nice. Das darf doch nicht wahr sein. Gibt's nicht irgendwo hier eine Abkürzung oder so? Scheiße. Ich will da nicht runterjumpen. Ich weiß, dass ich dann tot bin. Kein Steampack. Okay, fuck it. Wer ist schlimmer, die Spinne oder? Eigentlich schon die Spinne. Das wäre jetzt so übel, wenn ich am Gift gestorben wäre. Was ist es? Lichtschwertschalter. Nice. Das ist gut. Abkürzung freigeschaltet. Oh, das ist so wichtig. Das ist so unglaublich wichtig jetzt. Direkt speichern. Direkt speichern. Kaufen leider.
Was haben wir hier eigentlich? Hältst du verlangsamen, kann Cal alle Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Oh, das ist geil. Die anderen kenne ich. Ja. Jetzt kommen die wieder, aber gut, das ist... Oh fuck. Oh no. Wieder das mit dem Anvisieren. War das ein Treffer? Stirb. Wer ist er? Oh oh. Ein Unbekannter. Oh, ein Weggefährte. Wanderer. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Mhm. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ich studiere die Natur der... vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt. Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Okay. Nach der Landung auf Datomir kämpften Cal und BD-1 gegen eine Schwester der Nacht, die sie aufforderte, den Planeten augenblicklich zu verlassen. Als sie sich weigerten, befahl sie einigen Brüdern der Nacht, sie anzugreifen. Kurz nachdem sie der Gefahr entronnen waren, trafen Cal und BD-1 einen Wanderer, der vorgab, Sephor-Ruinen zu studieren. Wer er ist und was aus der Schwester der Nacht wurde, bleibt abzuwarten. Was haben wir hier bei Charaktere noch? Der Wanderer. Ein geheimnisvoller Wanderer, den Cal auf Datomir traf. Er gab vor, vergessene Zivilisationen zu studieren. Überdies war er mit den Schwestern der Nacht vertraut und erkannte Cals Lichtschwert als Waffe eines Jedi. Mysteriös, der Herr. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los. Höre auf meine Warnung. In den Ruinen warten nur Tod und Wahnsinn.
Ja, ich hab's schon gemerkt. Das haben wir schon mitbekommen. So, was haben wir hier drin? Eine Werkbank? Oh ja. Hä? What? Was? What the fuck? Das Doppelklingen-Lichtschwert? Das Doppelklingen-Lichtschwert ist in puncto Massenkontrolle überragend. Setze Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu überwältigen und zu besiegen. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzen weiter, um weitere Bolzen auf deine Gegner zurückzuwerfen. What? Das ist ja cool. Holy shit. Wie genial ist das bitte? Das haben wir als neuen Sender. Hier, wir lassen das. Das ist auch neu. Okay, ist aber nicht so stark, ne? Aber schneller. Es ist allerdings schneller. Oh, ich seh nix. Hilfst du mir mal? Was ist denn hier? Gar nichts, gell? Hier gibt's genau gar nichts. Hier gibt's nur den Tod in diesem Nest. Ah, hier. Maximales Leben. Energie aus der Ruine? Versuchung. Jemand kam auf die Ruinen zu. Ich fühlte die Anziehung einer dunklen alten Energie. Aber es ist auch witzig, dass man auf dem Planeten hier die Doppelklinge bekommt. Weil, ja, Darth Maul hatte ja
Das war ja zum ersten Mal, dass man so eine Doppelklinge gesehen hat. Und ja, das scheint sein Heimatplanet zu sein hier. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. So, probieren wir das gleich mal. Lass mal die Gegner mal joinen. Mit den Blocken. Möchte ich gerne mal testen. Vielleicht tue ich mir einfacher mit. Mit der Waffe gegen die. Bleibt nah an ihm dran. Kämpft mit mir, Brüder. Autsch. Jetzt dreht er gleich wieder um, ja. Du musst dich schon mehr an. Oh, RIP. Hallo? Hallo? Identifiziere dich. Nee. Ich werde meiner Brüder recht. Sein Leben ist vorbei. Fuck. Hilfe, CD1. Das war nicht gut. Das war kein guter Fight. Nochmal, nochmal, nochmal. Oh, fuck. Eine Bedrohung von unten. Er zieht sich zurück. Geht in den Nahkampf. In Bewegung bleiben. Du kannst uns nicht alle aufhalten. Oh, fuck you. Das ist auf jeden Fall mit der Doppelklinge geiler, das Abblocken. Wieder so ein schlechter Kampf jetzt. Ich weiß nicht, ob ich mit 3 Stimpaks auskommen werde, wenn ich da wieder weiter vorgehe. Der Planet ist ziemlich heavy. Ich brauche nur einen guten Fight jetzt hier. Endlich hast du es. Was denn? Das Doppelding? Meinst du das? Gegen die. Die Klinge ist richtig stark gegen die. Oh, fuck. Erledigt den Eindringling. Er versteckt sich hinter seiner Abwehr. Nachlassen. Hä, was hat mich da jetzt getroffen? Du
so gleich nochmal, weil wir haben Fähigkeitspunkte. Ja. Gibt's eigentlich jetzt neue Attacken? Hier tatsächlich Kombo-Verzögerung. Der Doppelklinge. Aber ich nehme das hier. Das ist stark. Dass alle verlangsamt sind. Nice. So, ein letztes Mal will ich es noch probieren. Ein letztes Mal. Die ist wirklich cool, ja. Eindringling ist da unten. In Ordnung. Macht er ja. Ich sehe dich da unten. Zeig mir deine berühmten Jedi-Fähigkeiten. Weg mit dir. So, das war ein schöner Kampf. Das war ein schöner Kampf. Ja, so hoch komme ich nicht. Ja, weit. Ja. Ich glaube, hier ist erstmal Endstation. Oh, hier ist erstmal Endstation auf Natomir. Okay. Gibt keine Wege mehr anscheinend. Wow, und deswegen habe ich jetzt ganze Zeit gefightet. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwas Übles, Böses, was der Wanderer da auch gesagt hat. Er wartet nur ein Tod, der droht auf mich. Er hatte gar nichts. Es geht jetzt nicht weiter. Ja. Sonst gibt's ja nichts. Oh gut, wir haben die Doppelklinge. Aha, was habe ich da gesehen? Oh fuck. Oh fuck, 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 fuck. Ich hab dich verstanden. Vorrücken! Okay, okay. Ah, das hat weh getan.
Der eine fliegt schon wieder. Komm da nicht weg. Und ja, was soll ich da machen? Einer unserer Kampfkraft. Scheißdreck. Da konnte ich jetzt nichts machen. Der hat mich irgendwie in die Ecke gebackt. Huch, hat wieder keiner gesehen hier. Komm zurück. Einen muss ich wenigstens wegmachen. Dein Tod ist sicher. So. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Das kann ich irgendwie nicht abblocken mit dem Doppelding. Wirf ihn her! Ist dir hier nicht geheuer? Das wirklich nicht, dann habe ich verkackt. Du musst dich schon mehr anstrengen. Hilfst du mir mal? Hey, Zakariba, hast doch nicht durchgemacht. Nein, ich habe nicht durchgemacht. Ich habe geschlafen. Habe ein wenig geschlafen. Und ja. Vor 5 Stunden wieder angefangen. So, ich probiere da mal was. Es muss doch irgendwie klappen hier. Geht sich doch aus, oder? Jawohl! Nice! Was für eine Audioaufnahme. Irgendwas an ihr ist vertraut. Was für eine Audioaufnahme. Eine Schwester der Nacht überlebte ein schreckliches Massaker. Sie war allein und voller Angst. Ihre Schwestern waren tot. Was ich gern testen würde. Den schmeißen wir mal weg. Den Arsch. Sein. Oder er hat überlebt. Wo ist der Dicke? Ich würde gerne gegen den Dicken kämpfen. Mit der Doppelklinge.
Da ist er. Ich glaube, es geht kein Special Move von oben, oder? Ich hab's gerade eben bei der Spinne probiert, aber irgendwie... Komm, komm jetzt. Mach keine Faxen. Komm her. Jetzt steckt er da. Ernsthaft. Na dann komm. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee gewesen. Ich habe gerade mal kurzerhand 400 Euro für Klamotten gelegt. Das ist ja. Das ist viel, ja. Aber aus dem Ärmel geschüttelt, ha? Ach Mann, ey. Nee, ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so der Fan von den Doppelklingen. Ich weiß nicht. Ich mag lieber, wenn ich treffe, dass ich mehr Schaden mache, ne? So vielleicht, es kommt halt auf den Gegner drauf an. Ich glaube, gegen die Großen ist es gescheiter mit der normalen. Ach komm jetzt, warum klappt das nicht? Das ist manchmal blöd hier. Einmal geht's, einmal geht's nicht. So, da laufe ich jetzt einfach durch. Oh, er hat Schaden bekommen, deswegen habe ich jetzt... So, einmal will ich den aber trotzdem noch besiegen, ne? Der muss da durchkommen. Einmal will ich den noch besiegen. Ey, der kommt da nicht durch. Oder macht der hier eine Pause? Oder wird da einer langsam salty? Bei sowas schon ein bisschen, ja. Muss ich ehrlich zugeben. So, einmal funktioniert es nicht. Das ist genauso beim Klettern. Ab und zu, ich springe ganze Zeit, es klappt, auf einmal springt er irgendwo hin. Und kann sich nicht festhalten. Oder zum Beispiel das hier, ne? So kleinere Bugs, wo es auf einmal irgendwie nicht mehr weitergeht. Ne? Der Typ steckt jetzt einfach hier. Obwohl der normalerweise die ganze Zeit immer grand ist. Keine Ahnung. Sehe ich nichts, Kamera, please. Hilfe! Stiff!
Ja, was soll ich denn noch? Wirf ihn her! Warte, ich probier was. LOL. Das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich eigentlich nicht. Niklas, das eben EA. Nicht alles kann so makellos wie Dark Souls sein, Kappa. Force Push FTW. Ja. Ja. Kann man machen, ja. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Und tschüss. Aber auch noch so schön, wie er mich anspringen wollte. Und ich hab ihn einfach denied. Na, spring lieber in die andere Richtung. Endlich. Schön, dass du unversehrt zurück bist. Moment. Komm, wir nehmen reden. Wir kriegen das hin. Wir schützen uns gegenseitig. Keine Ahnung, ob du mich gerade belügst oder nicht. Aber ich erwarte von dir, dass du genau das machst. Und wenn nicht, werde ich dich heimsuchen. Brauchst du was, Grace? Ja, sicher. Ich bin so richtig in Stimmung für einen schmerzhaften Tod. Kannst du mir auf diesem Todesplaneten etwas in der Art besorgen? Oder würdest du mir einfach irgendetwas bringen, das mich für den Rest meines jämmerlichen Lebens heimsucht? Das wäre wirklich schön, du Spinner. Der Typ, Alter. Bitte tu mir einen Gefallen und beeil dich. Ich krieg hier Gänsehaut. Da war eine Schwester der Nacht. Und was dann? Wie geht's dir? Alles gut, aber es war klar, dass wir nicht willkommen sind. Sie war nicht allein. Die Brüder der Nacht? Ich glaub schon. Oh nein, es gibt noch mehr davon? Ich weiß nicht viel, aber Cordova sagte, die Brüder der Nacht dienen den Hexen von Datumir. Ein Glück, dass du noch lebst, Kerl. Können wir bitte starten? Wäre eine Option. Wir können später zurückkommen, wenn du nicht bereit bist. Oh, was heißt nicht bereit, ne? Ich würde schon gerne noch weiter, aber... Aber ich kann nicht. Schwestern der Nacht sind sehr stark. Sei da draußen auf alles gefasst. Aber wollen... Ich schon. Oh, schon hey, das Terrarium. Danke für die Samen, aber ich habe in meinem Terrarium noch viel Platz. Also raus mit dir und bring mir mehr von dem Zeug. Es wächst und gedeiht. Was du sagst. Es wächst und gedeiht. So. Aber jetzt mache ich, ich glaube, das Lichtschwert mache ich wieder grün. Jetzt. Wir wechseln immer wieder ein bisschen. Mal wieder ein bisschen meditieren. Und jetzt geht's zu den Wookies. Jetzt geht's zu den Wookies. Oder soll ich mir das fürs nächste Mal aufheben? Ich bin gerade am Überlegen, wie lange ich jetzt noch machen werde. Ich weiß nicht. Soll ich noch eine Stunde anhängen oder so? Aber es ist gerade wieder so ein schöner Augenblick, um Schluss zu machen. Aber jetzt würde ein neuer Planet kommen. Leute, ich glaube, ich mache Schluss. Das ist perfekter Zeitpunkt. Ich mache Schluss für heute. Mi, 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 mi. Warum mi, 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 mi?
Weiter geht's. Aber vielleicht komme ich später nochmal online. Aber ich muss was essen. Kleine Pause. Keine Ahnung. Aber ist halt nicht versprochen, dass ich später weitermache. Ich glaube eher morgen dann. Jetzt weiß ich, woher Grease Sprecher ist. Ja, das hatten wir gestern schon. Hier, Roland hat gemeint Rick und Morty. Aber der hat verschiedene Rollen gehabt. Auch hier, er hat den Leprechaun auch gesprochen. Die Stimme hat mich sofort an den Leprechaun erinnert. An die Filme, an diese Trash-Filme aus den 90ern. Das ist Handsome Jack. Wer ist Handsome Jack? Handsome Jack? Ach so, aus Borderlands? Okay, keine Ahnung. Borderlands nie gespielt. Hab ich nie gespielt, aber eine sehr bekannte Stimme, ja. Hört man auch aus 100 anderen Stimmen raus, ne? Seine Stimme. Ich weiß nur Leprechaun. Ich habe ihn damals mit meinem Cousin immer angeschaut. Wir haben uns immer zu Tode gelacht. Aber als Kinder. Wir hatten Schiss, aber gleichzeitig fanden wir es witzig. Und das Geile ist, dass er auch so wieder hier so eine kleine Rolle hat, ne? So wie ein Leprechaun. Und der Kobold in Harry Potter. Ja, ich finde, der hat die perfekte Stimme für so Kobolde oder sowas. Für so kleine Charaktere, ne? Der Kobold in Harry Potter. So, aber wie gesagt, ich werde jetzt, ja, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss. Morgen machen wir dann wieder weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Leute, danke fürs Dabeisein und eventuell bis morgen, ne? Dann bis später, ja. Bis morgen eher. Machen wir bis morgen. Vielleicht heute noch, aber eher, ich werde mir wahrscheinlich eher einen Film anschauen. Darauf hätte ich eher Bock. Nachher noch Dark Souls Marathon mache ich. Okay. Also gut, Leute. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss.